Make, 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 wild shit. Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Rainbow Six Siege Video bei mir auf dem Kanal. Und vor einer knappen Stunde ist ein neuer Trailer zu der neuen Map von Operation Velvet Shell rausgekommen. Diese Map wird heißen Coastline und die könnt ihr jetzt hier im Hintergrund sehen. Und jetzt machen wir natürlich eine kleine Analyse und um wann ihr diese Map bekommen könnt. Und jetzt kommen wir kurz zu den ganzen Infos von Operation Velvet Shell. Diese Map wird genannt Coastline und sie wird wahrscheinlich näher vorgestellt am nächsten Wochenende, denn da hat Rainbow Six Siege ein großes Event bei Ihnen daheim im Entwicklerstudio. Dieses wird sein 3., 4. und 5. Februar. Und natürlich mache ich dann ein kleines Video darüber, was an diesen ganzen Wochenende passiert ist, was für Infos wir bekommen von die Operator bzw. auch von der neuen Map. Und wir machen jetzt eine ganz kleine Analyse von diesem kleinen Preview von der Map und was wir darunter erkennen können. Wie auch schon angeteasert auf Facebook bzw. Twitter wird dieser Operation Map natürlich bei einem Pool sein. Und was sehen wir? Wir sehen natürlich bei der Map einen Pool. Also haben sie uns einen kleinen Tipp darauf gegeben, wo das eben stattfinden wird, bzw. was für Sachen wir in dieser Map vorfinden werden. Bekannt ist natürlich, dass es spanische Operator sind, also wird das wahrscheinlich an der spanischen Küste sein, diese Map Location. Als erste, was wir sehen können, ist eben, dass hier circa zwei bis drei Ebenen sind. Wenn wir es erkennen in Wolkenkratzer, gab es bei dieser Map nur zwei Ebenen, die eben ja verbunden waren. Und hierbei denke ich mal, dass es drei Ebenen sein werden. Dass man unten zum Beispiel in einer Garage rein kann zum Beispiel. Dann das normale erste Erdgeschoss, wo zum Beispiel ja eben dieser Pool drin ist und die Bahn und so weiter. Und dann wird es wahrscheinlich noch das zweite Stockwerk oben geben, wo zum Beispiel Schlafräume sind oder andere Sachen. Und ebenfalls, was mir noch auffällt bei diesem Foto, ist rechts eben dieser Turm. Und ich denke mal, dass es eine gleiche ja, Position haben wird, zum Beispiel für Gleis, für die Sniper, dass man hier eben einen Auspunkt hat auf die ganze Map, dass man hier zum Beispiel Leute wegsnipen kann, ebenfalls wie ihr es kennt von Wolkenkratzer, dieser große Turm, aber da in Wolkenkratzer hat man nicht sehr viel Ausblick auf die Map, aber hier wird sich, glaube ich, dieses Mal etwas ändern, da haben die Map-Designer dazu gelernt. Im Hintergrund können wir dann noch ein paar kleine Screenshots sehen, was eben in dieser Map drinnen ist. Aber weiteres will ich einfach nicht spekulieren. Ihr könnt sich daraus selber ein Bild machen, was da vielleicht kommen wird, was nicht kommen wird. Ich denke, dass es eine relativ größere Map sein wird, die kommt. Und ich freue mich schon richtig darauf, was wir nächste Woche dann an diesem Wochenende für Infos bekommen werden. So, okay, das war es also schon wieder mit dem Video von mir. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und abonniert für mehr Rainbow Six Siege Videos. Danke, ciao und tschüss. Euer Schaussex.